Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, Freunde, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Unser Thema heute Nacht heißt Ertappt und aufgeflogen. Bei was seid ihr in eurem Leben schon ertappt worden? Und welche Lüge ist in eurem Leben schon aufgeflogen? Wie auch immer. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann könnt ihr es gerne tun. Telefonnummer wie immer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anruf heute Nacht, Stefan. Und Stefan ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hi, Domian. Hi. Ja, und zwar folgendes, dein Thema ist ertappt und Anfang der 90er Jahre haben wir, ich war damals drauf, Junkie, und wir haben Hoteleinbruch begangen und haben dort einen Panzerschrank gestohlen. Einen ganzen Panzerschrank gleich? Ja, einen kompletten Würfel aus dem Büro raus. Und zwar, wie groß war der? Ja, wie soll man das sagen? So ein Ding wiegt so um die 80 Kilo, denke ich mal, so 80, 90 Kilo. Wir sind mit zwei Mann durch die Vordertür rein und haben dann auch, wir waren noch nicht unbedingt leise, in unserem Dreiviertelrausch, sind hinein, haben das Büro aufgemacht, dann war dieser Panzerschrank da und da wir den nun vor Ort nicht öffnen konnten, haben wir den mitgenommen. Ich dachte, die wären viel schwerer als 80 Kilo. Wir haben keine Waage dabei gehabt, also wir sind zwei große Männer gewesen, wir konnten den mal mit Ach und Krach tragen. Aber immerhin, ihr beiden konntet den tragen. Ja, ja. Als das Ding nachher rauskam, die Polizisten brauchten so ein paar Leute mehr, also. Und zwar sind wir dann in diesem Hotel da unterwegs gewesen, mussten das Ding mit nach Hause kriegen, haben noch ein Auto irgendwie auf dem Hotelparkplatz da platziert und haben uns mit diesem Panzerschrank im Hotel noch verlaufen. Moment, halt, was, in welchem Hotel? Weil ihr in einem Hotel gewohnt habt, oder wie? Nein, wir sind eingebrochen dort. Ach, das war ein Hotel, in das ihr eingebrochen seid? Ja. Habe ich gerade nicht richtig verstanden. Ach so, ja. Und der Witz von der ganzen Geschichte, das Hotel war auch noch ziemlich voll besetzt. Und naja, dann sind wir da halt mit diesem Würfel im Hotel rumgelaufen, haben uns noch verlaufen, da ist uns noch die Treppe runtergefallen und haben das Ding dann irgendwie über den Hinterhof mitgeschleift ins Auto rein und sind damit in eine Privatwohnung gefahren und probiert den da aufzumachen mit der Flex und so. Das war natürlich viel zu laut. Was habt ihr denn vermutet, was in dem Panzerschrank drin? Ja, Geld, ne? Ja, ist mir schon klar, aber wie viel? Es war eine ganze Menge Geld da drin, ne? Also, das wusstet ihr auch, das habt ihr geahnt. Das haben wir uns gedacht. Ja. Es handelte sich nachher um eine fünfstellige Summe. Also, also ihr habt den dann aufgemacht, den Panzerschrank? Nee, so einfach war das Ganze dann nicht. Du warst nicht, ja. Deswegen rufe ich auch an. Also wir sind damit erstmal in diese Privatwohnung gefahren. Ja. Morgens war das dann fast schon. Und dann haben wir da probiert, das Ding aufzumachen. Das war natürlich sehr laut. Dann haben wir da kalte Füße gekriegt. Mittlerweile war das ja schon vormittags und sind mit dem Ding da noch wieder durch dieses Privathaus irgendwie runter auf den Parkplatz, haben das wieder einen Autokofferraum, die Haube hinten ging noch nicht mal richtig zu und sind damit irgendwie zum Kollegen aufs Land gefahren und haben das Ding dann da an einem Schuppen aufgemacht und... So, nun heißt unsere Sendung ja erwischt und ertappt oder aufgeflogen. Wie ist das ganze Unternehmen los? Wir haben natürlich dann das Geld da rausgeholt. Wie viel waren es genau? Wie viel Geld war es? Ja, so 30.000 Mark. 30.000 Mark. Und naja, dann irgendwie war das eben so gelaufen, man hat die Kohle auf den Kopf gehauen und ich habe jemanden, der da gewohnt hat, oder wir haben jemanden, der da gewohnt hat, Geld dafür gegeben, dass der diesen Schrank verschwinden lässt. Und weiter habe ich. Also, ich verstehe jetzt schon, dass ihr nicht ertappt worden seid, sondern da ist irgendwas aufgeflogen. Was ist genau passiert? Also in dem Moment noch nicht. Wir haben dem das Geld dafür gegeben. Das geht jetzt nämlich erstmal weiter. Und drei Jahre später, da war ich dann auch schon clean und verlobt und einen anständigen Job und Wohnung, steht die Kriminalpolizei bei mir vor der Tür. Drei Jahre später erst? Ja. Mit einem Haftbefehl und Handschellen dabei. Die haben mir auch erst nicht gesagt, worum das ging. Also war die Sache aufgeflogen. Wie war sie denn aufgeflogen? Ja,
und zwar dieser Mensch, dem wir das Geld gegeben haben, um den Würfel zu beseitigen, der hat das Ding da stehen lassen, weil ich im Schuppen hat einfach nur eine Wolldecke rübergepackt. Mhm. Und die sind dann da irgendwann ausgezogen, der Vermieter hat das gefunden. Mhm. Und irgendwelche meine Mittäter haben dann natürlich auch gesagt, dass ich dabei war. Und so standen die dann da bei mir vor der Tür. Und wie viele Leute wart ihr insgesamt? Wie viele waren an dem ganzen Ding beteiligt? Zu zweit und nachher mit ihm dann natürlich zu dritt. War ja nur auch nicht dolle, was rausgekommen ist. 10.000 Mark, ne? 30. Was? 30. Ja, nee, für jeden dann 10.000. Oh, naja, nee, nicht für jeden. Der Mensch hat ja weniger bekommen da. Mhm. Naja, also es war nicht viel, was dabei rumgekommen ist. Nö. So ist es dann aufgeflogen und zu was bist du verurteilt worden? 2 Jahre auf 3 Jahre Bewährung. 2 Jahre auf 3 Jahre Bewährung. Das ist einer guten sozialen Prognose, weil ich bin ja aus allen Wolken gefallen. Mit einmal steht die Kriminalpolizei vor der Tür. Mhm. Ich war seinerzeit schon lange wieder clean. Ist seitdem alles in Ordnung? Ja, alles in bester Ordnung. Und so soll es denn auch bleiben? Ne? Ja, ich hoffe das doch. Alles Gute, Stefan, auf Wiederhören. Ja. Darf ich ausnahmsweise meinen Gruß absenden? Meine Mutter sitzt in Italien und sieht eine Sendung über Satellit. Sie sitzt in Italien? Wo denn in Italien? Auf Sizilien. Ja, bitte, das darfst du natürlich. Ja, liebe Mutter. Mama. Auf Sizilien, die. Und von Sonja auch viele Grüße. Na wunderbar, schöne Grüße von mir auch nach Sizilien. Ja. Ich finde deine Sendung toll. Dankeschön, tschüss. Ertappt und aufgeflogen. Bei was seid ihr in eurem Leben schon ertappt worden? Vielleicht war es eine peinliche Situation oder auch eine sehr ernste Situation. Und welche Lüge ist aufgeflogen durch einen Zufall? Und welche Folgen, vielleicht sogar dramatischen Folgen, hatte das dann für euch und euer Leben? 0800 5678 111, die Faxnummer, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Maria ist dran. Maria ist 81 Jahre alt. Jawohl. Schönen guten Morgen. 81. Es ist mir eine Ehre. Ja. Ich freue mich. Und dieses ertappt und aufgeflogen, da sind 3 Jahre gar nichts. Das ist nach 56 Jahren passiert. Nach 56 Jahren? Ja. Erzähl, was ist passiert? Voriges Jahr Rosenmontag fand ich einen Brief in meinem Briefkasten. Auf dem Weg zum Bus stecke ich ihn in die Jackentasche. Und im Bus habe ich ihn aufgemacht. Ja. Das war der schlechteste Platz, diesen Brief aufzumachen. Mhm. Der kam aus Holland von einer 56-jährigen Frau. Auf der Suche nach ihrem biologischen Vater ist sie bei meinem Mann gelandet. Mhm. Und es stimmt auch. Mhm. Ja. Wie hat sie deinen Mann gefunden überhaupt? Ja, ihre Mutter hat ihr verboten zu forschen. Mhm. Erst vor 2 Jahren hat sie es ihr erlaubt. Mhm. Also einer Frau, die 56 Jahre alt ist, ja, die durfte bis zu ihrem 54. Lebensjahr nicht forschen. Genau. Ist ja auch schon ein Knaller. Ihr Mann ist Polizeibeamter und hat seine Kollegen in Deutschland aufgefordert zu forschen. Ja. Und da ist er wirklich bei meinem Mann gelandet. Mein Mann ist 91 gestorben. Mhm. Und darüber bin ich heute froh. Denn ich bin stärker als er. Ich glaube, er hätte das nicht verkraftet, dass er 56 Jahre danach plötzlich vor einer Tochter steht. Mhm. Aber sie war Einzelkind. Tochter war Einzelkind. Ja. Und meine Tochter hat so wunderbar reagiert. Ich habe sie angerufen, als ich dann wieder zu Hause war. Ich sage, ich habe Post bekommen aus Holland. Von wem? Ich sage, von deiner Halbschwester. Ach, Mama, ich habe eine Schwester. Wie schön, ich wollte immer schon eine Schwester haben. Aber Maria, ich muss dich doch mal fragen. Du sagst, du bist froh, dass dein Mann das nicht hat erleben müssen, weil er es vielleicht nicht verkraftet hätte oder weil es ihm sehr schwer gefallen wäre, das zu verarbeiten. Ja. Aber war es denn für dich als Ehefrau nicht auch ein Schlag? Ja, es war ein Schlag. Mhm. Und dann habe ich es meiner Freundin erzählt, die wird jetzt 82. Mhm. Die war damals auch in Holland. Das war ja Krieg. Mhm. 43 ist die geboren. Mhm. Dezember 43. Mhm. Und da war meine Freundin auch in Holland. Die hat uns nachts immer verbunden telefonisch, weil sie da in der Telefonzentrale bei der Wehrmacht war. Mhm. Und mein Mann war bei der Kriegsmarine. Und da sagte sie zu mir, wie ich es ihr jetzt erzählt habe, das habe ich schon seit dem Krieg gewusst. Ach. Das ist Freundschaft, sagt meine Tochter. Sie hat mir nie etwas gesagt. Das ist ja ein doppelter Schlag. Dass deine Freundin, würdest du sagen, die beste Freundin? Meine beste Freundin. Deine beste Freundin hat das gesagt, um mich zu schonen. Ja.
Und das rechne ich ihr hoch an. Ach so, also du kritisierst sie nicht? Nein. Sondern du rechnest ihr das Nein, an? Dass ich rechne sie ihr das hoch an. Ah ja. Aber du glaubst nicht, was daraus geworden ist. Lass mich noch eine Frage fragen. Ein Herz und eine Seele. Lass mich noch fragen. Bist du sicher, dass dein Mann das nicht gewusst hat? Mein Mann hat's gewusst. Der hat's gewusst? Ja. Der hat es gewusst? Ja. Sie war 3 Monate alt, da wurde er zur Ostfront versetzt. Mhm. Und danach ist nichts mehr gekommen. Er kam auch sehr schwer verwundet wieder. Aber dann verstehe ich nicht so ganz deinen Eingangssatz. Du bist froh, dass er das nicht mehr hatte erleben müssen. Doch. Daraus hatte ich geschlossen, dass er gar keine Ahnung hat und dann wahrscheinlich den Superschock gekriegt hat. Nein, das hätte er nicht verkraftet. Sich 56 Jahre nicht um eine Tochter, die er hatte, zu melden und dafür zu sorgen. Ja. Sich nicht mehr darum zu kümmern. Nimmst du es denn deinem Mann übel, dass er dir das nicht erzählt hat? Nein, heute bin ich ihm dankbar dafür. Ja. Für meine Tochter. Ja. Wenn ich mal nicht mehr bin, hat sie immer noch eine Schwester. Also du gehst da sehr gelassen mit um, ne? Ja. Es hätte auch sein können, dass du jetzt völlig entsetzt reagierst, reagiert hättest. Ich habe in meinem Leben schon so viel erlebt. Mhm. Ich hätte schon zu so vielen Themen bei dir anrufen können, hab's auch schon versucht, bin aber nicht durchgekommen. Mhm. Du hattest mal ein Thema, das Leben im Alter, im hohen Alter. Ja, ja. Da hab ich ja hier gesessen und hab gedacht, nein, das darf nicht wahr sein. Aber ich glaube, so wie du wirkst, bist du noch sehr fit im hohen Alter, ne? Oh ja. Ja. Weißt du, mein Kopf ist noch keine Einnahme. Ja, ja. Maria, nochmal eine Frage zu der Geschichte. Als dieses Kind gezeugt wurde von deinem Ehemann, da kanntet ihr euch aber noch nicht. Ihr kanntet euch sogar schon. Mein Mann, das war eine Woche vor meiner Heirat, ist das Kind gezeugt. Ach, es kommt ja immer doller, was ich als erfahre. Ja, klar. Eine Woche vor der Hochzeit. Immer doller. Ja. Eine Woche vor der Hochzeit. Und trotzdem nimmst du es ihm nicht übel. Nein. Das war ein Seitensprung vor der Hochzeit dann. Nein, das Schönste ist, ich habe meine Tochter gefragt, was hat sie denn für Haare, die Tochter? Sagt die rote. Wie, sag ich. Ich kann es doch nicht von mir haben. Ich war nämlich auch rothaarig. Hm. Dunkelrot. Hm. Nein, ihre Mutter war auch rothaarig. Mhm. Ich sage, er hat sich einen roten Ersatz gesucht. Ja. Die Sache ist schon ganz anders. Jetzt hast du gerade eine Andeutung gemacht. Ihr habt Kontakt miteinander und versteht euch gut. Ja, sie ist gekommen, hierher, zu mir. Meine Tochter hat das eingefädelt und hat sie angerufen und hat gesagt, wer ist denn da? Seine Halbschwester aus Deutschland. Mhm. Da ist sie zu weinen gefangen und hat gesagt, ich habe eine Schwester, ich habe eine Schwester. Und als du sie dann zum ersten Mal leibhaftig getroffen hast, wie war das für dich? Ja, sie kam rein zu mir, wunderbaren Blumenstrauß in der Hand aus Holland natürlich. Natürlich, Tulpen wahrscheinlich. Ich habe sie nur in den Arm genommen und gedrückt. Aha. Ich habe nichts gesagt. Ein schönes Happy End, ne? Und dann habe ich zu ihr gesagt, kannst du ihm verzeihen? Ich habe es schon getan. Mhm. Und hat sie ihm verziehen? Ja. Sie ist glücklich. Sie kommen jetzt wieder. Die fahren dieses Jahr zusammen in Urlaub. Es ist ein Herz und eine Seele. Na toll. Ja, ich finde es wunderbar. Ja. Heute bin ich meinem Mann sogar dankbar dafür. Was hat denn diese Tochter, all die Jahre gedacht, wer wohl der Vater ist? Was mit ihr? Sie wollte es wissen. Mhm. Und das Schlimme ist daran, dass ihre Mutter gestorben ist, in der Woche, in der ich den Brief schon hatte. Da ist die Mutter gestorben. Hört sich alles an wie im Film, ne? Ist alles so. Das habe ich immer schon gesagt. Das Leben schreibt die besten Drehbücher. So ist es, ja, genau. Und ich komme ins Guinness-Buch der Rekorde, weil ich mit 80 nochmal Mutter geworden bin. Ja, so ist es. So sehe ich das. Genau, und gleich eine Tochter im Alter von 56 Jahren, ne? Im besten Frauensalter. 57. Ja, ich habe sie auch angerufen zu ihrem Geburtstag, freut sich schrecklich. Also eine Sache, die nach so vielen Jahren aufgeflogen ist und trotzdem ist niemand jetzt böse, es hat sich alles zum Guten hingewendet. Genau. Wunderbar. Nur zum Guten. Liebe Maria, ich bin auch ein ganz positiv denkender Mensch. Ja, das merke ich. Was kann das Kind dafür? Ja, natürlich, na klar, klar, ja. Ja. Also, ich hoffe, dass wir uns vielleicht nochmal sprechen zu irgendeinem anderen Thema, weil es mir sehr viel Spaß macht, mit dir mich zu unterhalten. Ja, es ist schwer, zu dir durchzukommen. Ich habe schon öfter versucht. Mal sehen, vielleicht klappt's ja. Und da weißt du, Domian, jetzt muss ich ja noch eins sagen. Ja. Ich bin immer so froh, wenn du Sommerpause oder Weihnachtspause hast, dann kann ich nämlich eher ins Bett. So. Nimm ich das mal als Kompliment auf. Ja. Liebe Maria, alles Gute von Herzen. Ja, danke. Und vielleicht hoffentlich auf bald. Ja, gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Das war Maria. 81 Jahre alt und das hier ist Guido, 37 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Guido. Grüß dich. Was ist bei dir aufgeflogen oder wobei bist du ertappt worden? Ja.
Ja, also ich war Ende der 80er Jahre Fluchthelfer und bin erwischt worden, als ich jemanden aus der ehemaligen DDR in das Gebiet der Bundesrepublik bringen wollte. Oh je, wie genau bist du und wo bist du erwischt worden? Ja, das war damals, kann sich vielleicht noch daran erinnern, dieser Grenzübergang Marienborn. Natürlich, Marienborn. Klar. Ja, klar. Und da haben die mich erwischt und ich habe dann mehr oder weniger ein Jahr in Stasi-Haft verbracht. Ja, wie haben die dich, wobei genau haben die dich erwischt? Ja, ich muss da die Vorgeschichte mal erzählen, wie das so passiert ist. Und zwar war ich mal auf einer Besuchsreise, so Mitte der 80er Jahre in West-Berlin. Ich komme eigentlich aus Westdeutschland, Hannover, die Gegend. Und bin dann mal für einen Tagesauszug rüber nach Ost-Berlin gegangen. Und da habe ich, wieder Zufalleswillen, wirklich ein ganz nettes Mädchen kennengelernt. Und wir haben uns auch mehr oder weniger nicht sofort, aber später dann so richtig verknallt. Ne? Und ich bin dann immer am Wochenende meist nach der Arbeit hingefahren, habe sie besucht und wir haben eine schöne Zeit verlebt. Und da war immer ein sehr guter Bekannter dabei. Mit dem habe ich mich auch sehr gut verstanden. Und ich wusste, dass beide rüber wollten in den Westen, weil es war eben eine ganz andere Lebensart bei uns. Das weißt du ja selber. Und gut, sie wollte das nicht so sehr, sie traute sich das auch nicht. Und Heirat stand eigentlich nicht so zur Debatte. Wir waren beide ziemlich jung damals noch. Das war die einzige Möglichkeit, dass sie legal die DDR hätte verlassen können. Und da kam mir die Idee, ja, warum machen wir einfach nicht das im Kofferraum meines Autos? Da gab es ja damals die verrücktesten Sachen, ne? Ja, klar. Ja. Also ich war auch kein Einzelfall, ne? Ich bin später im Strafvollzug mit ganz vielen Fluchthelfern zusammen gewesen. So, und dann ist dieses Mädchen in den Kofferraum? Nee, Domian, das war dann der Bekannte, weil sie traute sich das ja nicht. Also das war ein guter Freund von mir auch. Ja. Und ich bin dann Transit gefahren und das war, Mensch, Michendorf hieß es genau. In Michendorf hat er dann gewartet und wir sind dann ein Stück weiter gefahren. Also auf so eine Autobahnraststätte innerhalb der DDR, ne? Ja, genau. Du musst dir das so vorstellen, ich bin von Ost-Berlin nach West-Berlin ausgereist und bin dann Transit von West-Berlin nach Westdeutschland gefahren. Ja, ich verstehe, ja. Das war damals so gang und gäbe. Ja, bin ich auch zigmal damals gefahren, ja. Ja, weißt du selber. Ich kenne das, ja. Genau. Ja, und dann in Michendorf habe ich ihn aufgenommen und wir sind ein Stück weiter dann diese Strecke gefahren und es war abends dunkel, war schon 20, 21 Uhr, es war auch im Winter und wir sind dann rechts an so einen Parkplatz rangefahren und es war wirklich nichts zu sehen, also es war gar nichts. Und da ist er dann in den Kofferraum gehüpft und ich habe die Fahrt weiter fortgesetzt. Nur in den Kofferraum oder in einen Unterboden des Kofferraums? Nee, nur in den Kofferraum. Nur in den Kofferraum, war aber sehr, sehr, sehr gewagt. Ja, genau, sehr gewagt, aber abenteuerlustig, ne? Okay, und dann sind wir weitergefahren und in Marienborn, da war schon eine ganz lange Autoschlange vor mir und genau vor meinem PKW, das war noch ein Golf Cabriolet, ein ganz kleiner Kofferraum, ne, hat der sich reingezwängt, da ging die Schranke dann runter und ich musste rechts in so ein Häuschen reinfahren. Oh Gott. Ja, ich wusste auch sofort, mir wurde es echt speiübel und ich wusste, die haben mich jetzt, ne? Und wir hatten aber vorher abgesprochen, wenn sie uns erwischen, du sagst, du bist dann einfach irgendwo im Parkplatz, als ich angehalten habe, in mein Auto reingerüpft, ne? Damit so eine kleine Absicherung war. Ne? Ach so, ohne dass du es gemerkt hast? Oder? Ohne dass ich es gemerkt habe. Also sollte er dann sagen. Ja. Ne? Und na gut, ich musste aussteigen, Kofferraum hinten aufmachen und dann hatte ich auch gleich rechts und links Pistolen am Kopf. Und boah, was für ein Gefühl. Da musste ja wirklich das Herz in die Hose gerutscht sein. Ne? Total. Und machen Sie mal bitte Ihren Kofferraum auf und dann hast du es getan. Ich habe es gemacht und naja, wie gesagt, den Kopf dann gegen die Wand immer geschlagen. Ich konnte auch nicht mich wehren oder so, es hatte gar keinen Zweck. Ne? Und dann war ich auch eine Zeit lang so ein bisschen bewusstlos und nach einer gewissen Zeit bin ich dann wieder zu mir gekommen. Ach, die haben deinen Kopf gegen die Wand geschlagen? Ja. Ja. Die haben meinen Kopf gegen die Wand geschlagen und also auch mit Pistolen rechts und links hatte ich an der Schläfe. Ne? Das weiß ich, das habe ich mitgekriegt. Ne? Haben die diese Geschichte denn geglaubt? Natürlich nicht, ne? Dass der in dein Auto gestiegen ist, ohne dass du es gemerkt hast. Nein, ich war doch so dumm, Domian. Ich war so dumm. Ich hatte im Handschuhfach die ganzen Adressen von denen. Und das habe ich, also total naiv, ne? Und die haben natürlich das Auto auch durchsucht und hatten dann die Adressen von dieser Person, die hinten drin lag. Und da wussten die ja, dass ich den kannte, ne? Also es war mein eigener Fehler. So, das hatte zur Folge, dass du ein Jahr im Knast in der DDR warst. Und der andere Mann? Den habe ich leider nie mehr wieder gesehen. Ach, aber der ist doch mit Sicherheit auch inhaftiert worden. Auf alle Fälle, der war auch irgendwo anders. Also jetzt nicht, ich war ja in Berlin-Rummelsburg und er war dann, ich weiß es nicht wo. Auch jetzt nach der Wiedervereinigung nichts irgendwie von ihm gehört, gar nichts? Ich habe über Dritte erfahren, dass er noch vor meiner Zeit entlassen worden ist. Und aber er hat sich bei mir nicht mehr gemeldet und nichts, gar nichts. Wie war dieses Jahr Knast für dich in der DDR? Das war schlimm. Also ich kam wieder, ich bin... Ja, jetzt mittlerweile bin ich ziemlich stämmig so durch den Sport, aber ich habe damals so 52 Kilo gewogen, als ich wiedergekommen bin. Also ich war wirklich ganz, ganz dünn. Und bist du denn dann direkt nach dem Jahr wieder in die Bundesrepublik Deutschland entlassen worden? Ja, klar.
Das ja. Mhm. Also die haben mich dann schon, das war kein Freikauf oder so, weil am 19. Dezember 89, da gab es dieses Delikt nicht mehr, weil am 9. November 89 sind ja diese Grenzen aufgegangen. Ne? Und ja, am 19. Dezember bin ich dann entlassen worden. Sonst wäre das länger geworden. Sonst wäre das fast 4 Jahre geworden. So war es nur ein Jahr. Ne? 4 Jahre wären es beinahe geworden. Ja, wenn es jetzt 85 passiert wäre, ja, dann wären es 4 Jahre geworden, ja. Also, es war einmal, hast du es gemacht, und bei dem, du warst also kein professioneller Fluchthelfer, sondern du hast das aus Gefälligkeit quasi getan. Ja. Und dann bist du prompt erwischt worden. Genau. Hast du denn zu diesem Mädel, in das du verknallt warst, irgendwie da nochmal Kontakt gehabt? Ja, Domian, die war noch bei mir. Wir waren noch 3 Jahre zusammen. Ihr wart 3 Jahre noch zusammen danach? Ja, ja, klar. Aber die hat auch nichts von diesem anderen Mann, der ja auch ein Freund von ihr war, irgendwann nochmal gehört? Die hat ihn auch nicht mehr gesehen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist. Ich habe jetzt auch mit ihr keinen Kontakt mehr. Sie ist ja zurück nach Berlin gezogen. Mhm. Und ja, also jetzt, wie der Sachstand jetzt ist, das weiß ich gar nicht mehr. Also, sag mal, als du da ein Jahr im Knast gesessen hast, wegen dieser humanitären Hilfe, die du da hast leisten wollen, gingen dir da so Dinge durch den Kopf, dass du es bereut hast, dass du dachtest, ach, das hätte ich doch nicht machen sollen. Und was riskiere ich meine eigene Freiheit und meine eigene Gesundheit für einen anderen Menschen? Das sehe ich zwiespältig heute, Domian. Auf der einen Seite, da habe ich mir gedacht, das war meine eigene Dusseligkeit, weil es war abenteuerlustig, ich wollte es einfach ausprobieren, ein bisschen verrückt so. Und auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, der hätte ja auch Nein sagen sollen, dass ich es nicht machen könnte. Er hätte auch über Ungarn abhauen können oder Tschechei oder so. Mhm. Also ich will ihm keine Schuld geben, es war schon meine Schuld mit, aber wie gesagt, ich sehe das zwiespältig. Ne? Und ich wollte mich da auch umbringen in den ersten Tagen. So. Zum Glück gab es da nichts. Mhm. Wir haben ja alle schlimmen Dinge, die einem widerfahren, haben ja manchmal auch irgendeine, ich sage mal im weitesten Sinne vielleicht auch eine positive Auswirkung. Könntest du das benennen für dich und diese Erfahrung? Hat es dir in irgendeiner Weise auch was gebracht, ja, auch diese Erfahrung, ein Jahr im Knast gesessen zu haben, in einer Diktatur? Ja, auf alle Fälle. Also ich sag mal so, ich gehe an heute an Sachen doch ein bisschen tiefgründiger ran. Ich hinterfrage vieles und so, und man ist nicht mehr, dass man so naiv ins Blaue hinausläuft. Ne? Also ich mache mir über viele Sachen mehr Gedanken, wenn mir das nicht passiert. Ich glaube ja sowieso daran, dass das Leben schicksalsbehaftet ist. Ne? Also das ist meine persönliche Meinung. Das ist jetzt eine sehr hypothetische Frage, dennoch stelle ich sie. Würdest du so etwas nochmal machen? Etwas Vergleichbares? Ich glaube nicht. So ehrlich muss man sein, weil man soll ja auch aus seinen Fehlern lernen. Ne? Und vielleicht in ganz, ganz großen Extremsituationen, wenn jetzt vielleicht das Leben aufs Spiel stehen würde von jemandem, Kriegsgebieten oder so, da würde ich es vielleicht machen. Ne? Aber jetzt einfach nur, ich sag jetzt mal ganz krass, des besseren Lebenswillen, nicht mehr, nein. Guido, danke für den Anruf. Ja, gerne. Und alles Gute. Danke, Domian. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Sandra habe ich jetzt hier bei mir am Telefon, 29 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Sandra. Morgen. Du bist ertappt worden oder ist etwas aufgeflogen? Beides. Erzähl. Ja, es ist halt so, ich habe letztes Jahr über das Internet jemanden kennengelernt, den Andreas, und ich habe ihn eigentlich von Anfang an belogen. Also ich habe ihm erzählt, also es war so, ich kannte von ihm halt ein bisschen mehr als er von mir über E-Mails halt, dass er studiert hatte und. Und dass er sich halt auch so seine Traumfrau vorstellen würde, dass er gerne eine studierte Frau hätte und ja, alles Mögliche halt. Habt ihr euch beim Chatten kennengelernt? Nee, ich hatte eine Amica eine Anzeige von mir aufgegeben. Ach so. Und das war auch der Berufszweig angegeben, den habe ich aber dann ausgeklammert, da habe ich nichts eingetragen. Mhm. Und er hat sich dann darauf gemeldet und dann haben wir so halt immer ein bisschen hin und her geemailt und da kam dann irgendwann die Frage, was ich machen würde. Er hätte halt studiert Maschinenbau und wird bei Siemens arbeiten und so. Mhm. Dann habe ich mich halt nicht getraut, zu sagen, dass ich einfach nur eine Krankenschwester bin. Habe dann einfach erzählt, dass ich halt studiert hätte und habe dann immer mehr so diese Basis auf Beziehungen auf Lügen aufgebaut, bis wir uns dann irgendwann kennengelernt. Und das war auch durch einen ganz blöden Zufall. Ich hatte damals ein neues Handy und wollte einer Freundin von mir per E-Mail die Handynummer geben und habe aus Versehen ihm die geschickt. Das war halt ziemlich doof. Hast du denn, was die Äußerlichkeiten anbelangt, die Wahrheit gesagt, wie du aussiehst? Oder hast du da auch geschummelt? Die habe ich ihm schon wirklich gesagt. Ich habe ihm auch ein Foto geschickt, also per E-Mail. Also gelogen hauptsächlich, was deine berufliche Geschichte angeht. Genau. Ja. Und ich habe ihm halt auch verschwiegen, dass ich schon einen Sohn hatte, weil er sagte so von Anfang an, er möchte gerne eine Freundin ohne Kinder haben und so eine Beziehung ohne Kinder. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon einen 5-jährigen Sohn und kam aus einer total beschissenen Beziehung, wo ich verprügelt wurde und sowas. Wie lange, wie viele Monate hast du ihn denn beschummelt, belogen? Insgesamt 5 Monate. Und dann habt ihr euch getroffen?
Nein, um Gottes Willen, wir haben uns schon vorher getroffen, wir sind auch zusammengezogen. Das ach heißt, er war so damals schon in einer festen Beziehung, 10 Jahre lang, und die hat er dann aufgegeben. Wir haben uns dann erst so getroffen und haben uns eigentlich erst nicht verstanden. Mhm. Und er ist dann irgendwann auf Geschäftsreise gefahren nach München und ich hatte ihn irgendwie eine Sehnsucht nach ihm und bin dann nach München gefahren. Mhm. Und haben wir dann auch das erste Mal miteinander geschlafen. Mhm. Da hat es auch halt heftig gefunkt bei ihm und bei mir. Und als er zurückkam, ist er dann zu seinen Eltern gezogen und ich habe dann halt auch fast jede Nacht bei ihm geschlafen. Mhm. Und hast die Lüge aufrechterhalten? Ich habe die Lüge aufrechterhalten. Warst du berufstätig während der Zeit? Bitte? Warst du während der Zeit berufstätig? Ja. Dann ich habe halt im Pflegedienst gearbeitet. Ich habe ihm halt erzählt, ich hätte vor dem Studium halt eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Ach so, und wie hast du deinen Sohn versteckt? Er hatte nie Kontakt zu meinem Sohn oder zu meinem Ex-Freund. Also das habe ich alles immer abgeschottet. Er wollte auch mal meine Eltern kennenlernen, habe ich dann erzählt, dass meine Mutter gestorben wäre. Mhm. Ach, der Sohn lebt bei dem Ex-Freund? Der lebt bei dem Ex-Freund, genau. Mhm. So, und das habe ich halt, und den Eltern kam das halt ziemlich komisch vor halt. Mhm. Und die haben dann irgendwann wohl einen Privatdetektiv beauftragt. Die Eltern von dem Jungen? Ja, nee, von meinem Ex-Freund, von dem Andreas. Also von dem Vater deines... Nein. Also doch von dem, den du im Internet kennengelernt genau, hast. Ja, den meinte genau, ich die Eltern haben ja, Privatdetektiv, ja, weil denen kam das halt komisch vor, dass ich halt als Krankenschwester arbeite, obwohl ich studiert hätte. Mhm. Und das kam denen halt sehr, sehr komisch vor. Und die hatten ja auch immer mein Auto vor der Tür gesehen und haben dann halt erstmal über das Autokennzeichen versucht, Mann. Rauszukriegen. Und da hat der Detektiv das rausgekriegt, natürlich. Ja, und der hat dann halt auch rausgekriegt, wo meine Eltern wohnen, also dass meine Mutter nicht gestorben ist und dass ich halt schon einen Sohn habe und dass da mehrere Anzeigen auch gegen meinen Ex-Freund gelaufen sind, wegen Körperverletzungen und sowas alles. Mhm. Oh Gott, ja. Und dann hat deine Internetbekanntschaft das dann irgendwann erfahren. Ja, vor allem, wir sind dann auch erst vorher noch zusammen in eine Wohnung gezogen. Er hat von seinen Eltern damals eine Eigentumswohnung finanziert bekommen. Das auch noch. Und er wollte unbedingt, dass ich mitziehe, weil er sagte, ich wäre seine große Liebe. Und er ist im August noch nach San Francisco geflogen und hat mir dann E-Mails geschickt, ich soll die Pille absetzen. Er wäre sich hundertprozentig sicher, dass ich seine Traumfrau wäre und er möchte ein Kind haben. Und dadurch, dass das eine falsche Existenz war, die ich ihm letztendlich vorgelogen habe, habe ich aber trotzdem die Pille abgesetzt. Du liebe Scheiße, kann man da nur sagen. Ne? Jetzt erzähl mir mal, wie er reagiert hat, als er das erfahren hat. Ja, er ist nach Hause gekommen. Also seine Eltern haben an dem Tag angerufen. Die waren total komisch zu mir am Telefon, die Mutter, und sagte so, sie wollte unbedingt, dass der Andreas vorbeikommt. Und das habe ich ihm dann gesagt. Und als er von der Arbeit gekommen ist, ist er dann halt dahin gefahren. Als er zurückkam, ist er völlig ausgerastet. Ich wäre eine Lügnerin, ich hätte ihn irgendwie betrogen und belogen. Und womit er ja auch recht hatte, ne? Ja, was mir im Nachhinein auch tierisch leid tut. Und das Dumme ist, dass ich dann einen Tag noch zum Frauenarzt gegangen bin, dass dann rauskam, dass ich in der 8. Woche schwanger war. Von ihm? Von ihm. Wie ist die Geschichte dann endgültig ausgegangen? Wie sieht es heute aus? Also ich bin da am 28. Mai, also ich bin immer noch schwanger. Mhm. Und wir treffen uns auch ab und zu noch, der Andreas und ich. Wir schlafen auch noch miteinander. Aber ach, ihr schlaft auch noch miteinander? Völlig distanziert und... Ich liebe ihn immer noch. Das haben wir schon. Wir schlafen miteinander, aber es ist völlig distanziert alles. Ja, es ist total komisch. Ich kann auch nicht von ihm lassen. Mir tut das total weh. Und aber Sandra, der muss dich doch hassen. Wenn ich der wäre, wenn ich Andreas wäre, würde ich würde dich hassen. Das tut er nicht. Mann, so belogen zu werden. Mir tut es ja letztendlich leid. Ich meine, ihm hat das im Nachhinein leid getan, was dann passiert ist. Ich habe dann damals einen Selbstmordversuch gemacht, weil ich nicht mehr wusste, was los ist. Und jetzt erzähl mir doch mal, welcher Teufel dich geritten hat, diesen sehr, sehr ehrenwerten Beruf der Krankenschwester zu verleugnen. Tja, dass ich halt in der vorigen Beziehung halt auch immer blöde Sprüche gekriegt habe von meinem Freund. Ja, aber man darf doch aus so einem Schrott nicht lernen. Und dann. Ja, ich weiß. Hast du ihm das denn so ein bisschen vermitteln können, dass er dann vielleicht doch ein wenig Verständnis dafür hat? Ich habe ihm alles erzählt. Ich habe ihm das dann auch mit meiner Ex-Beziehung erzählt und allem vielfach, was hat ihn nicht mehr interessiert. Mhm. Und die Eltern von ihm, hast du mit denen nochmal irgendwann Kontakt überhaupt gehabt? Überhaupt nicht. Die haben ja nun gut Geld auch da rein investiert, ne? Die fragen auch nicht nach, wie es ihrem werdenden Enkelkind geht oder so. Also ich denke, der Kontakt wird komplett da, also dahin. Ich denke mal nicht, dass die auch mal irgendwann ihr Enkelkind sehen werden. Ja, wart's mal ab. Aber letztendlich möchte ich das auch nicht. Warum nicht? Also ich möchte, weiß ich nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit den Eltern irgendwie nochmal klarkomme oder so. Aber ist es jetzt so, dass, ihr habt das jetzt schon so besprochen und das wird so geregelt sein, dass das Kind auf jeden Fall bei dir aufwächst, aber auch sehr viel bei dem Vater sein kann? Ja,
ich weiß nicht, ob ich das unbedingt möchte, weil es interessiert ihn nicht. Es ist eine problematische Schwangerschaft. Mhm. Ich habe nach dem Selbstmordversuch halt ziemliche Blutungen gekriegt. Ich hatte ein Hämatom an der Plazenta und ich lag 3 Wochen im Krankenhaus und er ist nur 2-mal dorthin gekommen. Und ich habe zwischendurch immer wieder Blutungen gehabt. Ich hatte zwischendurch frühzeitige Wehen, wo ich ins Krankenhaus gefahren bin, wo alle anderen für mich da waren, halt nur Andreas nicht. Und ich habe über einen Rechtsanwalt eine Vereinbarung aufsetzen lassen, wo er halt auch auf das Umgangsrecht verzichten soll. Nur das unterschreibt er natürlich nicht. Hat er dich denn in irgendeiner Weise am Anfang gedrängt, das Kind abtreiben zu lassen? Nein. Das nicht? Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Aber also, vielleicht, er hat zwar mal dran gedacht, das hat er mir auch erzählt, aber... Aber vielleicht kann man ja auch verstehen, dass er auf jeden Fall irritiert ist, was die ganze Geschichte angeht und dass er vielleicht auch deshalb nicht so zu dir und zu dem werdenden Kind stehen kann. Vielleicht, ne? Ich versuche mich da gerade mal ein bisschen reinzudenken. Deswegen wäre es doch eigentlich auch ganz schön, auch für das Kind, wenn du diesen Umgang nicht untersagen würdest. Das ist doch auch gut für das Kind, wenn es einen Kontakt zu dem Vater hat. Klar, nur mir tut der Kontakt letztendlich auf eine Art, kann ich den Kontakt nicht abbrechen, weil ich ihn halt immer noch total liebe. Ja, du bist aber wirklich eine komische Frau, muss ich sagen. Du willst, dass er, der Vater eines werdenden Kindes ist, keinen Kontakt mit dem Kind hat, gehst mit dem Mann aber in die Kiste. Ja, das Problem ist halt, dass ich da auch nicht so stark genug bin und sagen kann, so, jetzt endgültig vorbei und Schluss. Mhm. Ich habe zwar meine Fehler gemacht, das tut mir auch total leid, wo ich mir halt auch wünschen würde, dass er sich mit mir mal an einen Tisch setzt und auch darüber redet, aber das funktioniert halt nicht. Wir können länger als 10 Minuten nicht miteinander reden, dann gibt's direkt Streit und er zweifelt alles an, was ich sage, was ich ja auch noch nachvollziehen kann. Mhm. Aber ich denke, egal, was man Menschen antut, irgendwann muss man auch mal verzeihen. Also, vielleicht kann ja die Geburt deines Kindes oder eures Kindes die ganze Sache etwas doch in ein anderes Licht rücken. Es kann sein, ein Kind ist ja nicht unbedingt dazu da, um eine Beziehung zu kitten oder irgendwo zu verschönigen. Nee, aber vielleicht, dass man miteinander reden kann, weil man beide Verantwortung tragen muss dann. Weil beide Verantwortung tragen muss. Er trägt ja jetzt noch niemals die Verantwortung. Hoffen wir mal, dass er es doch tut bald. Ich hoffe, dass du nie wieder verleugnest, dass du Krankenschwester bist. Naja. Nee, nix, naja, was ist denn das für ein Spruch jetzt hier? Also naja. Ich habe schon oft genug, also auch aus meinem Freundeskreis und so gehört, wie kann man bloß sowas machen? Nee, also Sandra, entschuldige jetzt, aber bei allem Ernst, wenn das jemand sagt, ist er wirklich ein absoluter Vollidiot. Ein absoluter Vollidiot. Und derjenige ist froh, wenn er irgendwann ins Krankenhaus kommt und von einer ordentlichen Krankenschwester betreut wird. Also solche Sprüche würde ich mit aller Vehemenz an deiner Stelle zurückschießen, wenn da irgendjemand sowas redet. Da gibt es überhaupt gar nichts zu diskutieren. Das ist ein toller Job, den du da hast und sei stolz, dass du es geschafft hast und so wichtig für uns alle, dass es gute Krankenschwestern, gutes Pflegepersonal gibt. Ja, also Sandra, in diesem Sinne, alles Gute für die Schwangerschaft. Danke. Tschüss. 1.34 Uhr und 13 Sekunden, jetzt machen wir eine kleine Pause. Uhr 35 und 13 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht heißt unser Thema Ertappt und aufgeflogen. Meine Frage an euch, bei was seid ihr schon mal ertappt worden, auf frischer Tat vielleicht ertappt worden? Und welche Lüge, welche Lebenslüge oder überhaupt Lüge ist bei euch schon mal aufgedeckt worden oder aufgeflogen? Wenn ihr mir davon erzählen wollt... Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Beide Nummern sind kostenfrei. Sabine, 21 Jahre alt. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Na? Ja, ich bin schon mal aufgeflogen und stecke jetzt wieder in so einer Situation drin und hoffe, dass ich zurzeit nicht auffliege, denn ich habe 96 war es, da hatte ich eine Affäre gehabt. Ja.
und bin aber bis jetzt noch mit meinem Partner zusammen. Er wusste auch von dieser Affäre vorher. Ja. Aber er wusste nicht das Ende. Also er weiß, dass ich eine hatte, aber nicht, dass ich mit ihm ins Bett gegangen bin. Und von der diesjährigen Affäre weiß er aber nichts. Ach, es gibt schon wieder eine? Ja. Du bist mit deinem Partner sehr lange zusammen, schließe ich daraus. Ja. Ich bin mit ihm jetzt ein bisschen über 6 Jahre zusammen. Über 6 Jahre. Dann gab es damals, 1996, eine Affäre? Ja. Aber das ist jetzt schon Schnee von gestern? Ja, hoffe ich mal. Da reden wir nicht so drüber. Ja. Und da hast du nicht erzählt, dass ihr in die Kiste gegangen seid damals? Nein. Also so. Er weiß, dass wir was miteinander hatten, aber nicht eben, dass wir dann doch weit, so weit gegangen sind ins Bett, sondern die Sache ist aufgeflogen und da habe ich gesagt, Schlussstrich und ist vorbei. Und es war aber nicht vorbei in dem Moment. Wie ist die denn damals aufgeflogen? Die ist aufgeflogen und zwar habe ich in so einem Restaurant gearbeitet und musste dann einen Tag vor Silvester, habe ich dann Anruf gekriegt, ich soll doch arbeiten kommen. Das hat nämlich meine Affäre eingefädelt, er war da DJ und das wusste ich aber nicht. Mhm. Ja, und mein Vater hat das mitgekriegt und da hat es dann so mein Freund gesteckt. Ach, dein eigener Vater hat deinen Freund gesteckt? Ja, genau. Und dann hat er mich da Silvester sozusagen rausgeprügelt aus dieser Kneipe. Mhm. So, Sabine, das war 1996. Ja. Jetzt reden wir mal von 2001. Was ist denn jetzt schon wieder vorgefallen? Ja, ich habe seit knapp einer Woche eine Affäre mit einem 40-jährigen Mann. Mit einem 40-jährigen Mann? Ja. Seit einer Woche? Ja. Wie hat sich denn das ergeben? Ja, weiß nicht. Bei mir war dieses Gefühl schon länger da, weil ich ihn auch schon länger kenne. Mhm. Aber von seiner Seite aus nicht. Und ich glaube auch von seiner Seite aus bedeutet das nichts Festeres oder so. Mhm. Also ich schätze mal, das ist so Abwechslung, mal ins Bett gehen und das war's dann. Eine junge, knackige Frau zu vernaschen namens Sabine. Ja. Ne, zum Beispiel. Glaube ich schon. Wart ihr schon im Bett? Ja. Aber da ist nie irgendwie von seiner Seite aus ein Satz gefallen, von wegen, dass es irgendwie was Ernsteres werden kann oder so. Würdest du das denn gerne hören? Würdest du dich in ihn verlieben auch? Würdest du dich in ihn verlieben können? Ich bin ja schon verliebt, das ist es ja gerade. Ah, nach einer Woche schon? Ja, naja, ich sag mal so, ich kenne ihn ja nun schon länger. Du kennst ihn länger, ja gut, aber danach ist es wahrscheinlich richtig losgegangen, ne, nachdem ihr dann auch miteinander geschlafen habt. Ja. So, jetzt gibt es aber immer noch den alten Freund, ne? Der ja eigentlich ein uralter Freund ist. Da warst du 15 Jahre, als du ihn kennengelernt hast. Ja. Eine Jugendliebe. Ist es gar der erste Freund? Nee, meiner nicht. Meiner nicht. Also ich sag mal so, ist eine länger führende Beziehung jetzt schon. Vorher hatte ich zwar schon Freunde gehabt, aber noch nie so eine lange Beziehung. Ist klar, natürlich, ja. Nur finde ich aber in dem Alter, so von 15 bis 21, ist das eine irre lange Zeit, wenn da mit jemand zusammen ist. Ja. Ist was ganz anderes, als wenn man irgendwann 30 ist, so zwischen 30 und 36, das dann vielleicht eher normal oder was anderes. Kann es sein, dass diese Beziehung, diese alte Beziehung, diese langjährige Beziehung bei dir auch so ein bisschen ausgelaugt schon ist? Ja, das würde ich mal schon sagen, weil ich habe auch vor einem halben Jahr habe ich schon mal mit meinem Freund gesprochen. Ich, in dem Sinne bin ich ja eigentlich ehrlich zu ihm gewesen. Gut, jetzt nicht in dem Sinne von meiner Affäre jetzt, aber ich habe vor ihm schon mal vor einem halben Jahr schon mal gesagt gehabt, dass ich mal Lust auf jemand anders hätte. Ah. Ja, das schon. Und seine Reaktion war? Seine Reaktion war, kann ich machen, aber dann kann ich dann gleich gehen. Und da ich noch in der Ausbildung stecke, kann ich mir das finanziell mit 700 Mark kann ich mir das nicht erlauben. Zu gehen? Zu gehen. Das heißt, ihr wohnt zusammen und du bist auch finanziell von ihm etwas abhängig? Genau, genau. Ja. Liebst du ihn noch? Ich stelle immer den Vergleich auf, genauso lieb habe ich meine Freundin. Also eigentlich ist aus dieser Leidenschaft, aus der Liebe eine gute Freundschaft geworden. Ja, genau. Also wir sind zwar auch ein gutes Team und wir ergänzen uns auch so, ja. Aber es ist kein Kribbeln mehr da. Nein. Das ist aber schon eine längere Zeit jetzt. Schläfst du mit ihm noch? Schon lange nicht mehr. Schon lange gar nicht mehr? Nein, also ich sag mal so, dann kommen mal diese typischen Frauen ausreden, ne? Von wegen Migräne und so. Wie lange schon nicht mehr? Ja, bestimmt schon jetzt 2-3 Monate. Macht ihn das denn nicht auch stutzig? Ja, ich sag mal so, irgendwie weiß ich nicht. Also ich schätze mal, er merkt auch, dass ich mich verändert habe oder so. Weil, ja, also von Freunden und Bekannten höre ich schon, dass ich mich jetzt ziemlich verändert habe, aber er sagt nichts.
Also für ihn muss ja eigentlich schon ein Warnsignal gewesen sein, dass du den Wunsch formuliert hast, du würdest gerne mal mit einem anderen Mann auch irgendwas machen, nur mal miteinander schlafen. Genau. Da müsste einem Mann oder einem Partner ja schon alle Sirenen müssten da gezündet werden. Ne? Okay. Ist er so alt wie du, auch 21 oder ein bisschen älter? Oder? Nein, er ist 26. 26 Jahre alt. Ja. Hm. Also Sabine, das hört sich nicht gut an. Und nehmen wir mal den Fall an, dass jemand aus seinem Umfeld dich heute Abend an der Stimme hier erkannt hat. Dann stehst du aber da. Ja, dann kann ich dafür auch nichts mehr. Also ich sag mal so, ich wollte gestern schon mit dir darüber reden, ja. ich kann mit niemandem drüber reden. Mhm. Und da war ich eigentlich gestern Abend ganz froh, wo ich gehört habe, dass heute das Thema ertappt und aufgeführt wird. Du hast gedacht, das passt genau, passt wie ja. Die Faust aufs Auge. Genau. Misslich ist jetzt diese finanzielle Abhängigkeit. Sonst, finde ich, hört sich der Fall völlig klar an. Du hast dich von deinem Freund, von deinem langjährigen Freund entfernt. Da ist keine Leidenschaft mehr, eigentlich keine Liebe, sondern nur noch eine Zuneigung, eine dicke Freundschaft. Das heißt eigentlich, man muss so eine Beziehung als Beziehung aufkündigen, ja. Aufgeben. Ja. Da gibt's, glaube ich, gar keinen anderen Weg oder irgendeinen Kompromiss. Ja, das habe ich mir auch vorher schon immer gedacht. Aber jetzt, seitdem die Woche eben mit dem anderen so gelaufen ist, denke ich da irgendwie ganz anders drüber. Man hat ja auch Momente, oh, ich fange gleich an zu weinen. Man hat ja auch Momente, wo man sich gerne dran erinnert. Klar. Na, hör mal, wenn man 6 Jahre mit einem Menschen zusammen war, ist das immer was ganz, ganz Gewichtiges. Und das wischt man auch nicht so leicht weg. Ja. Da kommen einem natürlich 1000 Erinnerungen hoch. Und das hat ja auch eine Qualität, wenn man sich gut verstanden hat. Das ist völlig klar. Aber man muss auf der anderen Seite auch die Ehrlichkeit bewahren. Die hast du ja gerade auch richtig formuliert. Mhm. Nämlich, dass es eigentlich keine Beziehung mehr ist, so wie wir Beziehungen definieren. Und du bist ja jetzt schon auf anderen Wegen. Ne? Du bist ja beim anderen Mann quasi in Gedanken und mit dem Herz. Ja. Und jeder Tag, der vergeht mit dem neuen Mann, belastet dein Gewissen mehr gegenüber deinem alten Freund. Ne? Oh ja, ganz schön. Mhm. Also wirst du über kurz oder lang ihm das erzählen müssen. Ja, schon klar. Und da musst du sehen, da habe ich jetzt auch keine Idee, wie du das finanziell irgendwie hinkriegst. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Tja. Gar nicht so einfach. Ja. Sabine, kann es sein, die Idee kam mir gerade, als ich dich das gefragt habe, wäre dir das vielleicht sogar recht, wenn dich jemand erkannt hätte jetzt von seinem Umfeld? Ich sag mal so, irgendwie auf eine Art ja, aber auf der anderen Art will ich mir doch noch Zeit lassen und den richtigen Moment abwarten. Mhm. Also ich glaube mal schon, dass ich ihm das doch sagen werde. Na gut. Gut, jetzt Wochenende sind wir zu einer Hochzeit eingeladen und das wäre dann ein bisschen unpassend, wenn ich das jetzt ihm morgen früh sage oder so. Aber da müsst ihr denn das harmonische Pärchen spielen auf der Hochzeitsfeier. Ja, das liegt ja auch daran, das ist jetzt von seiner Seite aus, die Verwandtschaft und so. Und die stehen alle total hinter mir und ich mag die auch und so, ja. Aber das ist ja irgendwie für mich dramatisch, wenn das alles von einem Tag auf den anderen abbricht. Ist aber sehr oft so. Und immer wieder so, wenn man einen Menschen verlässt. Tja. Ne? Wobei du natürlich vielleicht mit der einen oder anderen Person aus diesem Verwandtenkreis auch noch Kontakt haben wirst. Aber es ist natürlich alles anders, wenn du getrennt bist von deinem Freund, klar. Ach, liebe Sabine, ich hoffe, dass das irgendwie bald alles geklärt ist und dass du relativ gut davon kommst. Okay, ich hoffe es auch. Alles Gute. Gut, ich rufe dich dabei gelegentlich. Ja, mach es bitte, bitte. Tschüss, alles Gute. Ciao, danke. Heute sind ganz viele Frauen hier, ne? Ganz viele Frauen sind ertappt worden. Ah, von wegen eine Frau. Das war eine Frau. Dann frage ich meine Regie, wen ich jetzt nehmen soll. Einen Mann, einen jungen Mann, nämlich den Daniel. Und der ist 19 Jahre alt. Hi. Hi, Domian, alles klar? Ja, ich hoffe bei dir auch. Und du erzählst mir jetzt eine Geschichte, wo du ertappt worden bist, wo was aufgeflogen ist. Ja, das war so. Habe ich mich mit meinem Freund im Wald fahren lassen im Auto. Was? In den Wald fahren lassen? In den Wald fahren lassen, ja? Weil wir sind so gesehen Nymphomanen. Wir haben so jeden Tag von morgens fast bis abends, weil wir Lust dazu haben. Und dann waren da Wanderer ganz viele. Ja. Die haben uns dann zugeguckt. Die fangen dann auf einmal alle an zu pitchen. Also nochmal langsam. Du bist mit deiner Freundin in den Wald gefahren? Nein, mein Freund hat uns in den Wald gefahren mit meinem Auto. Wer ist uns? Also das ist ich und meine Freundin. Ja, dein Freund hat dich und deine Freundin in den Wald gefahren. Ja, runtergefahren zum See. Da ist ein Wandersee. Ja. Und da abends ab 7 ist er verlassen. Mhm. Dann haben wir so ein paar Sachen ausprobiert. Erst mit Sex. Mhm.
Ja, und dann standen eben da mindestens 10 Wanderer oder mehrere. Da waren noch irgendwo weiter hinten Kinder am Spielen, dann waren die auf einmal alle am Klatschen. Mhm. Da war dein Freund aber weg, da warst du alleine mit deiner Freundin. Ja, klar, der ist ja extra spazieren gegangen, weil er es ja wusste. Ja, er hätte ja sagen können, dass er mitmacht. Also, entschuldige die Frage. Nee, so pervers sind wir nicht. So, dann habt ihr beiden, deine Freundin und du, an diesem lauschigen romantischen See am Abend schweinische Sachen gemacht. Ja, und leider eine Störung gehabt. Eine Störung gehabt? Ja, wegen den Leuten, da waren erstmal 10. Ja. Das ist an dem See so, da gehen eigentlich abends gar keiner mehr spazieren. Ja. So, da ist dann gegenüber ein Altersheim. So. Und die sind dann abends öfters dann da und das wussten wir nicht mehr. Ja, wo wart ihr denn? Habt ihr euch mitten auf eine Wiese da gelegt? Oder man versteckt sich doch so ein bisschen, wenn man das macht. Nee, wir waren im Auto. Das ist im Waldweg. Da kann man richtig parken. Ach, das war sogar im Auto? Ja, klar. Im Auto. Und das habt ihr nicht gemerkt, dass der Spaziergänger vorbeikam? Na, wenn man da steht, dann achtet man auf andere Sachen. Naja, ein bisschen. Also, wie lange haben die euch denn beobachtet, sodass ihr das nicht gemerkt habt? Ich schätze mindestens 10 Minuten, weil wo wir dann da fast fertig waren, eine halbe Stunde, haben die alle geklatscht. Und dann hat meine Freundin sich ganz schnell angezogen, ich wurde auch total rot, dann ist mein Freund gekommen, dann sind wir abgehauen. Das ist ja wieder wie eine Szene im Film, ne? Ja, leider. Dass die Leute geklatscht haben. Wie viel sagst du, standen um das Auto herum? Ja, 10. Ich weiß nicht, da waren auf jeden Fall so viele, meine Freundin hat nur gesagt, die will weg. Und dann seid ihr auch weggefahren, relativ schnell. Und ihr werdet nie wieder abends in diesen See fahren? Wir sind einen anderen Morgen nochmal dahin gefahren. Aha, aber da war dann niemand? Da war keiner mehr da. Ja. Ja, eine kurze Geschichte, wo du ertappt worden bist, beziehungsweise du und deine Freundin ertappt worden seid. Ne? Nee, ja. Das ist eine Frage, wobei wurdest du denn mal ertappt? Ja, das ist jetzt ein Hammer, ne? Wobei ich ertappt wurde, gute Frage. Habe ich vor der Sendung mir gar nicht überlegt. Ertappt und aufgeflogen. Ertappt. Beim Sex? Nee, eigentlich nicht. Irgendwo, irgendwie. Also muss ich jetzt doch sehr grübeln. Also es gibt nichts Großes, wo ich sage, was mir sofort in den Sinn kommt und sage, da ist. Ja, ist nicht so schlimm. Passiert. Bis Ende der Sendung kann man überlegen und dann irgendwo was. Vielleicht kann ich es mal sagen, genau. Alles. Tschüss, Daniel. Tschüss, schönen Abend. Auch darf ich mal in uns grüßen. Ich grüße ganz Wuppertal. Ganz Wuppertal, das ist auch ganz wunderbar. Susanne, 18 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Susanne. Hallo, ich möchte es mal vorwegnehmen, also wenn ich mir jetzt so die anderen Geschichten angehört habe, dann ist meine doch eher harmlos. Naja, die gerade war ja auch harmlos. Ja, das stimmt. Sex im Auto mit ein paar Spaziergängern, die zugeguckt haben. Ja, erzähl. Das stimmt. Also pass auf, es geht darum, letztes Jahr Silvester kam ich meinen Onkel besuchen mit seiner neuen Freundin. Mhm. Die war relativ jung, also 23 Jahre alt. Und sie hat mich irgendwie total fasziniert, diese Frau. Ich fand sie schön, attraktiv, halt irgendwie interessant anziehend. Und dann bin ich nachts aus meinem Zimmer gekommen. Und dann lag sie halt dort auf dem Sofa mit seinem Onkel. Mhm. Und dann habe ich mich hingesetzt und sie die ganze Zeit beobachtet. Während sie schlief? Ja. Während sie schlief. Mhm. Und ich weiß nicht, es hat mich irgendwie schon angemacht. Sagen wir erregt? Ja, sexuell schon erregt. Sexuell erregt. Aber der Onkel lag daneben? Ja, der lag daneben. Mhm. Und dann habe ich halt, ich habe das auch nicht gewusst, was mit mir los ist. Bin dann auch nach einer Stunde ins Bett gegangen. Mhm. Eine Stunde hast du da gesessen? Ja, und ich habe es einfach nur genossen, wie sie halt da lag und geschlafen hat. Mhm. Und habe das dann auch jede Nacht gemacht. Sie waren ja 2 Wochen bei uns. Jede Nacht? Jede Nacht, 2 Wochen lang? Ja. Also, ja, 8 Tage lang, also 8 Nächte lang habe ich es unertappt gemacht. Mhm. Und ja, in der 9. Nacht dann halt saß ich da wieder, war richtig schön am Genießen, also total auf einer anderen Wolke. Mhm. Und höre auf einmal Geräusche, mache die Augen auf und steht meine Mutter vor mir. Aha. Und fragt mich halt, was ich denn da machen würde bei meinem Onkel am Bett. Ja, was hast du denn da gemacht bei deinem Onkel am Bett? Ja, ich kann es ja selber nicht beschreiben, was es war. Es war einfach nur immer schön, jede Nacht. Und nein, wir denken natürlich jetzt alle, dass die Susanne an dem Bett in ihrer Erregung... Nein, das habe ich nicht gemacht. Das hast du nicht gemacht. Also. Nein, also ich habe es einfach einfach nur geguckt und es genossen. Ja. Naja, und meiner Mutter sagte ich dann halt, ja, ich wollte noch mal was trinken und habe mich dann kurz hier hingesetzt. Aber irgendwie richtig geglaubt hat mir das auch nicht. Aber sehr peinlich für dich sicherlich, ne? Ja, natürlich ja, sehr peinlich. Haben die das denn auch mitbekommen? Sind die wach geworden, als deine Mutter da reingekommen ist? Nein, zum Glück nicht. Gott sei Dank nicht. Ja. Nein, ich war auch tagsüber dann immer sehr bissig meinem Onkel gegenüber. Mhm. Irgendwie wahrscheinlich schon Eifersucht oder so. Also du hast, wenn du da
Es ist ja schon eine bizarre Situation. Du sitzt in dem dunklen Zimmer und beobachtest die Freundin deines Onkels. Ja. Du hast deinen Onkel aber nicht beobachtet. Nein. Der war dir fast, der war überflüssig. Ja. Der hätte auch woanders sein können. Ja, also der war mir egal. Ich hatte sogar ein bisschen Wut auf ihn sozusagen. Mhm. Waren das für dich jetzt auch eine neue Entdeckung, dass du diese Gefühle empfunden hast? Also eine Frau gegenüber? Ja, Frauen fühle ich mich schon öfters mal hingezogen. Mhm. Also ich würde nicht direkt von einer Bisexualität sprechen, aber schon, also ich gucke mir schon mal gern schöne Frauen an. Du hast aber noch nichts mit einer Frau gehabt? Leider nicht. Ich hätte es gern mal, ja. Am liebsten mit der Freundin von dem Onkel? Nein, am liebsten zurzeit mit meiner besten Freundin. Aha, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, genau. Das ist ein anderes Thema. Die Mama hat da nicht irgendwann nochmal nachgehakt? Doch, sie hat immer wieder gefragt, was denn da nun wirklich war, ob es mir schlecht ging, warum ich da saß. Mhm. Und ja, sie hatte erst den Verdacht, ich hätte mich in meinen Onkel verliebt. Ach so. Meinst du, sie wittert jetzt, was wirklich war? Oder ist das so abstrus, dass sie gar nicht auf die Idee kommt? Also das ist wirklich so absurd, also das denkt ja niemand. Ja, natürlich. Also. Die Situation stelle ich mir wirklich sehr schräg vor, dass du 8 Tage lang, oder wie du gerade erzählt hast, jede Nacht da sitzt, ganz still und guckst sie an. Ja. Wie lange hast du so im Durchschnitt immer da gesessen nachts? So eine Stunde, anderthalb Stunden, ja. Und bist dann ins Bett gegangen? Dann bin ich ins Bett gegangen und habe noch drüber nachgedacht, wie schön das war und dann... Und bist selig eingeschlummert? Ja, also mit einem Lächeln auf den Lippen bin ich dann eingeschlafen und tagsüber war ich dann immer sehr bissig und sehr gemein auch. Aber eigentlich finde ich das sehr süß. Du findest das süß? Ja, was du da gemacht hast, irgendwie hurt's mich an. Ehrlich? Ja, ich finde es irgendwie nett, ja. Ja. Ja, die Mama wird es nicht verstehen. Die wird denken, die Susanne, die spinnt ein bisschen. Ne? Genau. Die sitzt nachts im dunklen Zimmer und starrt einen Onkel an. Ja, auch mein Freund sicherlich. Dem habe ich es auch noch nicht erzählt und ich hoffe, er sieht das jetzt nicht. Ah, du hast auch einen Freund. Ja, aber den hatte ich zu der Zeit noch nicht. Also. Ach so, dann ist ja alles wunderbar. Ich bin ganz erleichtert. Oh, super. Tschüss, Susanne, alles Gute. Ja, okay, ciao. Ciao. Helmut, 42 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Ja, hallo, guten Morgen. Ertappt oder ist das aufgeflogen? Nein, ich habe meine Frau ertappt. Bei was denn? Beim Spülen? Nein, nicht beim Spülen. Wir hatten wunderschönen Sex. Ja, ich bin seit 19 Jahren verheiratet. Wir haben schon Kinder. Ja, und es funktioniert also wirklich alles wunderbar. Mhm. Es ist auch harmonisch. Es gibt keine Probleme eigentlich. So, und ich bin mal nach dem Sex nicht gleich eingeschlafen, sondern bin auch so ein bisschen im Bett gelegen und habe gedöst. Und sie hat dann plötzlich angefangen, sich selbst zu befriedigen. Mhm. Und das war also ganz leidenschaftlich. Am Anfang hat mich das wahnsinnig scharf gemacht, so, ja. Und ich bin dann die nächste Nacht auch wieder wach gewesen, um zu gucken, ob sie das wieder macht. Aber du hast dich schlafend gestellt, ne? Ja, ich habe mich schlafend gestellt. Ja. Habe so ein bisschen geschnarcht, so, dass ich wirklich sicher war, dass ich schlafe. Mhm. Und dann habe ich eine Seite von meiner Frau kennengelernt, hab sie ertappt, die ich überhaupt nicht verstehen kann. Nämlich? Ja? Ich kapiere das nicht. Sie ist zufrieden damit, ja, sie hat auch ihren Orgasmus, ja, und manchmal auch zweimal oder dreimal, aber dann fängt sie danach nochmal für sich an. Also sie ist zufrieden mit dem Sex mit euch, meinst du, ne? Nein, mit ihrer eigenen Selbstbefriedigung. Und dann fängt sie nochmal an? Ja, sie fängt nochmal an. Und der Witz ist ja, das geht nicht 10 Minuten oder so, ja. Mhm. Das geht Stunden und dabei hat sie, weiß der Kuckuck, wie viel Orgasmen, ich habe keine Ahnung. Mhm. Und, ja, ihr hattet in der Regel habt ihr dann vorher auch noch Sex gehabt, du mit ihr? Ja, natürlich. Wann hast du das entdeckt eigentlich? Wie lange ist das jetzt her? Das ist bestimmt schon 7, 8 Jahre. Mhm. Und das geht jetzt 7, 8 Jahre so? Ja. Und sie weiß nicht, dass du das weißt? Nein. Ach, das ist ja verrückt. Ja, gut. Ich habe sie schon, während sie zugange war, ja, habe ich so gemacht, wie wenn ich aufwache und habe gesagt, was machst du da, ja? Mhm. Habe ich so sie angefasst und habe gesagt, du bist ja noch ganz nass. Mhm. Du schwitzt ja, ja, du bist ja ganz fertig. Mhm. Hast du einen Traum gehabt? Nein. Ist ins Bad gerannt und sie hat alles abgestritten. Ach. Ja. Und jetzt liegst du seit 7, 8 Jahren daneben und genießt das auch irgendwie, wenn deine Frau sich... Ja, inzwischen nicht mehr, ja. Weil dich das irritiert auch. Ja, es irritiert mich total. Und ich habe auch schon mit anderen Frauen darüber gesprochen, so die ich kenne, zu denen ich auch Vertrauen habe. Mhm. Ich habe sie gefragt, also sag mal, ist es normal, dass man sich
nach dem Sex auch noch befriedigt. Aber ich finde darauf keine Antwort. Kommst du denn selbst, Helmut, da nicht ein bisschen auch ins Grübeln, dass du denkst, gebe ich ihr nicht genug, ich, Helmut? Wirklich, glaub mir, ja. Ich bin ein sehr einfühlsamer Mensch. Ja. Mhm. Ich kann Gefühle verstehen, die sie braucht. Also ich bin kein Mann, der drauf geht und nur abspritzt und tschüss. Ja, ich. Aber dennoch, kommst du selbst? Musik. Ich gebe ihr das Ganze. Umfeld, das Flair, alles. Ja. Ich genieße das ja auch. Es aber auch kommst du nicht in Selbstzweifel, dass es an dir vielleicht auch liegen könnte? Ja, ich habe eine Freundin, ja. Du hast auch eine Freundin noch? Gehabt. Es kommt ja immer mehr raus jetzt. Ja, ja. Du hast also auch noch eine aber Freundin. Aber nur aus diesem Grund, ja, weil ich das nicht kapiert habe. Mhm. Ja, ich wollte, was sie in ihrer Fantasie auslebt, Ich wollte sie eigentlich damit bestrafen oder wie. So, jetzt habe ich dich gerade was gefragt, wo du mir keine richtige Antwort drauf gibst. Ja, was? Hast du ein schlechtes Gewissen, ein schlechtes Gefühl, dass du denkst, du bist schuld, dass deine Frau solche Onanie-Orgien da feiert? Ja, weil ich verstehe das nicht. Jetzt verstehe ich überhaupt nicht, Helmut. Wenn ihr seit 19 Jahren verheiratet seid und ich habe irgendwie so rausgehört, dass das eigentlich eine gute Ehe ist. Ja. Ja, dass du deine Frau darauf nicht ansprichst. Ich habe sie doch schon versucht, also als ich sie ertappt habe. So. Ja gut, aber dann hast du dich ja damit zufrieden gegeben, dass sie aufgestanden ist und dann ist das wieder untergegangen. Sprichst du doch am Tage mal drauf an. Und ja, ich habe auch so durch Beispiele, sie blockt dann total ab, verstehst? Total. Mhm. Ich komme überhaupt nicht an sie ran. Ja, aber vielleicht wird sie nicht abblocken, wenn du ihr das so erzählst, wie du es mir gerade erzählt hast, dass du das seit Jahren weißt. Vielleicht, wenn ihr dann ins Gespräch kommt, bricht das vielleicht viele alte Kursten auf und ihr findet auch noch eine ganz andere neue Sexualität. Offensichtlich ist sie ja nun, hat sie noch ganz andere Bedürfnisse. Vielleicht kann sie dir die dann auch verbal mitteilen. Ja, den Punkt, den habe ich also auch schon ausprobiert. Ich habe Spielzeug gekauft, alles Mögliche. Mhm. Ja, wir haben alles, da hat sie auch Spaß dran. Mhm. Ja, sie benutzt es auch und wir benutzen das auch, ja. Ja, aber irgendwas stimmt ja nicht. Ja, irgendwas stimmt nicht. Also muss man reden. Nicht in meinen Kopf. Nee, also muss man reden. Ja. Man muss reden. Ja, ich habe halt versucht, mit anderen zu reden, ja. Nein, du sollst ja nicht mit anderen reden, du sollst mit deiner Frau reden. Ich weiß nicht. Was hält dich denn davon ab, nicht abends im Bett, sondern am Tage, dieses Thema genauso offen anzusprechen, wie du es mir offen erzählt hast hier? Das ist sehr schwer. Weißt du, wenn du selber in der Situation bist, ist es ein ganz anderes Gefühl, ja. Klar, es ist auch peinlich im ersten Moment. Wahnsinnig peinlich. Aber es birgt vielleicht auch die Chance, dass ihr wieder ein richtig befriedigendes Sexualleben miteinander führen könnt, wenn du das aussprichst. Guck mal, das ist doch alles verrückt, dass du dir dann deshalb schon eine Freundin mal zwischenzeitlich gesucht hast. Ja. Das ist doch alles nicht in Ordnung. Ja, der Witz war, ja, die habe ich dann auch nachts beobachtet. So, ja. Aber die hat das hoffentlich nicht gemacht. Nein, die war um einiges jünger. Ja, und die hat dann geschnarcht neben dir. Nein. Überhaupt nicht. Aber sie hat das nicht so gemacht wie deine Frau. Nee. Helmut, meine Sendung geht jetzt zu Ende. Ja, okay. Ich kann dir nur sagen oder raten, sprich mit deiner Frau offene Worte. Und wenn das noch so peinlich ist und noch so schwer fällt. Und wenn ihr das alleine nicht schafft, dann geht es zu einer. Ich weiß genau, sie wird es abstreiten. Ja, dann geht. Ja, gut, ja, wenn du es 7, 8 Jahre mitgemacht hast, dann kann sie das ja schlecht abstreiten. Ja, das Beste wäre, ich würde eine Videokamera installieren, so eine kleine. Mach das so. Ich muss leider Schluss machen, Helmut. Ja, okay. Alles Gute. Ja. Tschüss. In der Technik, heute Nacht Anne Buchholz. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, WDR Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow für alle eure Themen, über die ihr gerne mit mir reden wollt. Ich wünsche eine gute und schöne Nacht und sage ciao und bye bye. Bis morgen. Ciao. Zwei Uhr, Sie hören Nachrichten vom Bayerischen Rundfunk. Zunächst kurz das Wetter in Deutschland. In der Nacht vor allem im Westen Schauer, anfangs vereinzelt auch noch kurze Gewitter möglich. Tiefstwerte 7 bis 0 Grad. Am Freitag zunächst bewölkt mit Schauern, später im Nordwesten freundlicher und ab und zu Sonne bei 3 bis 11 Grad.